Ein neuer Tag in meiner Werkstatt. Mein Name ist Sebastian und ich bin hier in meiner kleinen Bastelbox und baue ein bisschen vor mich hin. Draußen ist es heute wieder ganz gruselig, ganz kalt, es regnet, es ist windig, sehr unangenehm. Aber das nehme ich natürlich gerne in Kauf, um hier ein kleines Video für euch zu erstellen bzw. euch mitzunehmen und zu zeigen, was ich mache. Ich weiß zwar noch nicht, wie der Titel dieses Videos heißt, aber mein Plan ist es, in naher Zukunft ein anderes Video zu drehen, worin ich ungefähr 8 bis 10 Holzeckverbindungen vorstelle. Das heißt, ich habe 2 Bretter oder 4 oder je nachdem und möchte die gern verbinden. Und da stellt sich halt die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das stabil? Wie mache ich das schön? Natürlich kann ich das Ganze einfach schrauben oder nageln oder leimen, aber wie gesagt, mir geht es um schöne Eckverbindungen. Im heutigen Video möchte ich das Ganze ein bisschen ausprobieren. Diese Eckverbindungen möchte ich dann final mit etwas schickerem Holz gestalten. Das heißt, ich möchte dort Esche und Nussbaum nehmen, schon alleine wegen des Kontrasts und weil es ja beides, soweit ich das bisher mitbekommen habe, schönes Holz ist. Und deswegen ja, möchte ich das dafür nutzen. Damit ich aber den Verschnitt dort möglichst minimiere und nicht dann erst feststelle, dass das, was ich mir überlegt habe oder wo ich denke, das ist ja ganz einfach, dann am Ende nicht funktioniert, möchte ich das Ganze heute schon mal ein bisschen probieren. Dafür nehme ich aber hier ganz einfaches Baumarktholz, also das ist Fichte, Leimholz und 1,8 cm stark und damit werde ich jetzt die ersten Verbindungen einfach mal ausprobieren, um festzustellen, ist das Ganze wirklich so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie es vielleicht in anderen YouTube-Videos aussieht oder ja, es ist das nicht. Ich habe mir jetzt hier mal ein bisschen Bastelmaterial zurechtgeschnitten. Das heißt, ich habe hier zum einen 10 x 10 cm und davon 10 Stück. Das heißt, ich kann, wenn ich jeweils 2 Platten nehme, 5 verschiedene Verbindungen mir hier überlegen, die sozusagen auf Stoß funktionieren oder in irgendeiner Form. Und dann das gleiche nochmal mit Gärungen, also auch 10 Stück. Das Außenmaß ist dann auch 10 x 10. Und ja, entsprechend mit Gärung 45 Grad, so dass das Ganze dann ja auch eine schöne Ecke ergibt. Und da kann ich mir jetzt auch 5 verschiedene Verbindungen überlegen. Ob ich jetzt hier wirklich von jedem 5 mache in diesem Video, das weiß ich noch nicht. Aber ich fange erst mal an. Ja, und noch ein Punkt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr es im Zeitraffer gesehen habt. Ich habe hier mir die Brettchen nummeriert, so dass ich dann nachher noch sehen kann, wie die Maserung weitergeht. Mein Gedanke war eben, dass wenn man hier eine schöne Box baut, wäre es ja lustig, wenn die Maserung eben rundherum durchgeht. Aber was natürlich Quatsch ist, wenn ich das Ganze hier ohne Gärung mache, dann funktioniert das ja gar nicht, weil ich ja hier dann die Stirnseite des Holzes sehe und somit die Maserung nicht wirklich um die Ecke geht. Ist also für diese Stücke hier Quatsch. Bei der Gärung wäre es super, habe ich auch nummeriert, aber ist trotzdem Quatsch, weil ich, oder ja, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, wie ich das Ganze gesägt habe. Ich habe ein langes Brett, habe dann das auf die Säge gelegt und habe hier meinen Gärungsschnitt gemacht und dann habe ich das Brett rumgedreht und habe dann hier den nächsten Schritt reingeschnitten. Somit hatte ich dann genau das Bild, was ich wollte, dass ich halt links und rechts diese Gärung habe. Und habe aber den Nachteil, dass natürlich ja, die Oberfläche, also die Maserung von dem einen Brett dann hier außen ist und beim nächsten Brett ist es dann innen. Und das ist natürlich Quatsch, weil so will ich es ja nicht zusammenbauen, ich will es ja so zusammenbauen. Und deswegen funktioniert es hier auch schon mal nicht. Das heißt, wenn ihr eine Box bauen wollt, das ist jetzt schon mal das erste Learning hier, dass ihr dann beim Sägen darauf achtet, dass eine Oberseite des Brettes ja immer dieselbe bleibt und ihr das Brett nicht so rumdreht, weil dann ist eure Maserung futsch. Okay, also das war schon mal das Erste, was ich gerade gelernt habe. Und jetzt geht's zu den eigentlichen Verbindungen. Ich habe mir jetzt hier mal eine dünne Scheibe von einer Leimholzbuchenplatte abgesägt. Das sind ungefähr 3 mm und das möchte ich für die erste Verbindung nutzen.
Buche und Fichte passt jetzt, glaube ich, nicht so wirklich zusammen, aber für meinen Test hier sollte es jetzt schon mal gehen. Die endgültigen Verbindungsbeispiele, die sollen ja dann aus Esche und Nussholz sein. Aber wie gesagt, hier zum Testen will ich einfach zwei verschiedene Holzarten nehmen. Und Buche und Fichte ist halt das, was ich da habe. Also Fichte, Buche, Buche. Ja, und somit zur ersten Verbindung. Das wird eine Gärung sein. Und das Ganze wird jetzt im Prinzip nur verleimt. Nur mit dem kleinen Zusatz, dass ich hier rein und auch auf dieser Seite dann eine Nut fräsen oder sägen werde. Wo ein kleines Blättchen aus Buche reinkommt, so dass die Verleimfläche größer wird und das Ganze ein bisschen mehr Stabilität bekommt, also im Prinzip wie eine Art Längsdübel. Und ja, wenn man das Ganze von oben dann sieht, falls man das irgendwo in einem Möbelbar einsetzt, dann sieht das natürlich gegebenenfalls auch schön aus, weil man ja dann den Dübel von oben sieht. Ich setze das jetzt mal um und muss jetzt erstmal überlegen, wie ich da und wo ich da jetzt am besten reinsäge. Bei der Planung sollte man jetzt darauf achten, dass die Nuten nicht zu weit innen und auch nicht zu weit außen sind, sondern möglichst relativ mittig. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie breit man diese Feder hier machen möchte. Je breiter die wird, desto weiter nach innen muss man wahrscheinlich, weil hier einfach die Breite einfach größer ist, als wenn man es jetzt hier oben macht. Ist, glaube ich, auch logisch. Ich übertreibe das jetzt hier nicht mit der Tiefe. Das wären maximal 4 mm, denke ich. Und dann sollte das passen. Um hier längs die Nuten jetzt reinzusägen, habe ich den Anschlag auf die andere Seite der Tischkreissäge gemacht und das Blatt jetzt auf 45 Grad geneigt, weil es sich ja nur in diese eine Richtung neigen lässt, und werde jetzt hier versuchen, das so zu machen, dass, wenn ich dann jetzt hier dran vorbeifahre, genau in der gewünschten Tiefe die Nut hier reingesägt wird. Vielleicht sollte ich das vorher mal mit einem Teststück probieren. Das ist jetzt hier mein erster Testschlitz, der ist knapp 4 mm tief und ich habe jetzt hier meine gesägte Buchenleiste und die scheint ziemlich gut reinzupassen. Ein bisschen straff, aber das macht ja nichts, wir können sie noch ein bisschen schleifen. So sieht die Verbindung jetzt zusammengesteckt aus. Ist noch nicht verleimt, erstmal nur zusammengesteckt. Aber wenn ich das Ganze jetzt hier schüttel und wackel, dann sieht man schon, es hält zusammen, fällt nicht auseinander. Das spricht schon mal sehr für die Verbindung. Was ich jetzt für mein Projekt festgestellt habe, ist, dass mir dieser kleine Dübel hier viel zu schmal und zu klein ist. Das heißt, ich werde dann eventuell ein kleines Stück nach innen versetzen, aber deutlich größer machen. Das heißt, er ist ja jetzt 8 mm, vielleicht 1,2 oder gar 1,5 Zentimeter und vielleicht 5 mm auch breit, so dass das Ganze dann auch deutlich sichtbarer ist. Also vielleicht dann so in der Größe hier und noch minimal ein kleines Stück nach unten. Oder man lässt so, mal schauen. Auf jeden Fall sind mir diese Dübel hier zu klein. Damit wäre Verbindung Nummer 1 abgehakt und es kann zur nächsten gehen. Die nächsten zwei Verbindungen will ich zusammenfassen und die sind diesmal nicht mit Gärung jetzt, sondern auf Stoß bzw. mit Zinken, aber nicht irgendwas Kompliziertes, so mit Schreibenschwanz und Ähnlichem, sondern ich mache ja ganz normale Fingerzinken, aber zwei verschiedene Stärken. Einmal 3 mm, wie mein Sägeblatt breit ist, und das andere mit jeweils 1 cm. Das heißt, hier sind dann 10 Elemente, also 5 Zinken sozusagen auf jeder Seite, und hier werden es wesentlich mehr werden, je nachdem, 10 durch 3 mm, 30 oder so, jedenfalls, ihr werdet sehen. Genau. Wie mache ich das? Ich habe mir ja genau für dieses Projekt unter anderem den Schiebeschlitten gebaut. Den verlinke ich euch mal oben, da oben, irgendwo oben. Genau, und damit will ich das Ganze sägen. Und jetzt ist aber natürlich noch die Frage, wie mache ich das, dass der Abstand immer gleich ist. Auch dafür gibt es natürlich Schiebeschlitten und ganz viel Hightech und tralala. Ich habe das ganz simpel gemacht. Hier mal als Beispiel. Ich habe mir einfach ein Restbrett genommen, habe das auf meinen Schiebeschlitten gespannt, habe einen Schnitt mit der Kreissäge einfach reingemacht und mir die Position des Brettes gemerkt und dann jetzt hier in dem Falle genau 1 cm abgemessen und dann 1 cm nochmal reingeschnitten und hier ein anderes Stück Holz reingeleimt,
was auch wiederum 1 cm breit ist. Das heißt, ich habe jetzt mein 3 mm Sägeblattstärke, dann 1 cm Luft und dann 1 cm diese Nase hier. Genau. Und damit kann ich das breite sägen. Und das kleine Helflein für die schmalen Fingerzinken ist genauso aufgebaut. Also auch ein Brett, in dem Fall ist es Multiplex, zeige ich euch gleich. Mit einem Schnitt Kreissäge, dann 3 mm Luft, weil das Kreissägenblatt etwa 3 mm breit ist. Und dann kommt ein 3 mm breites Holz. Und damit kann ich die beiden Sachen, ja, denke ich mal, hoffentlich gut sägen. Ich probiere jetzt erstmal, weil das hier noch ein bisschen Leim, also trocknet, wie auch immer, das andere aus und mal schauen, ob die Verbindung einigermaßen funktioniert. Hier jetzt, wie gesagt, das andere Helferlein, also einfach nur eine Multiplex-Platte mit einem Schnitt drin und 3 mm Platz und dann kommt hier dieses Blättchen und da kann ich das jetzt anlegen und die Schnitte entsprechend schneiden. Und das Brett an sich ist einfach nur an meinen Schiebeschlitten rangespannt. Da muss ich den Schiebeschlitten nicht umbauen und da irgendwie drin rumritzen, sondern ich kann das einfach ganz spartanisch machen. Ich werde das jetzt auch nicht jeden Tag machen. Wenn ich das häufiger machen würde, dann würde ich mir da vielleicht noch irgendwie was Schöneres überlegen. Aber so ist es total simpel. Hier sind jetzt die beiden gesägten Stücke. Für viele von euch ist das jetzt bestimmt unspannend, aber für mich ist tatsächlich das die erste Fingerzinkenverbindung, die ich jemals gemacht habe. Und ich sehe gerade, von der anderen Seite sieht das Ganze gar nicht so gut aus, weil das ganze Holz ausgerissen ist. Das ist natürlich nicht so schön. Ist sicherlich auch ein Problem, dass die Fichte einfach so extrem weich ist. Ich zeige euch mal diese Seite. Die sieht wesentlich schöner aus. Gut, dass man die eine Seite nicht sieht, denn die ist ja dann miteinander verdeckt. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal schauen, ob das Ganze ineinander passt. Ein Zinke, wo waren jetzt? Hier oben, da, ich glaube der, nein der, ist schon quasi abgebrochen. Auch dem weichen Holz geschuldet, weil das ja doch sehr, sehr dünne Zinken sind. Aber wenn ich das dann mit Escher mache, denke ich, ist das Ganze ein Stück stabiler. Gut, jetzt kommt der große Moment, wo ich schauen werde. Oh, das sieht gut aus. Wie gesagt, der hier unten, der hängt ein bisschen, weil der abgebrochen ist. Ich versuche den jetzt mal bestmöglich mitzunehmen. Es ist stabil, es ist fest. Das ist schon mal gut. Aber die Verbindung ist jetzt nicht super schön. Wie gesagt, das ist der rausgebrochene. Den stecke ich jetzt einfach mal wieder rein. Natürlich wird das Ganze noch flach geschliffen, aber es ist doch der ein oder andere Spalt zu sehen. Ich schleife das Ganze mal, nur um mal für mich zu wissen, wie das Ganze dann im fertigen Zustand aussehen würde. Aber wie gesagt, die Fichte macht mir da, glaube ich, ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil das einfach zu dünn ist. Das reißt alles raus und bricht. Das ist mit dem Material nicht ganz so geeignet, glaube ich. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn das mit Fichte eigentlich doch problemlos gehen sollte. Ja, wie ihr sehen könnt, hatte ich beim Schleifen noch ein paar mehr Verluste. Und ja, die Spalte, es geht zwar eigentlich relativ straff rein und raus, aber die Spalte sind trotzdem zu groß. Also hier sieht man das nochmal. Also ich denke zumindest, dass die zu groß sind. Es würde natürlich halten, aber zum schön aussehen, so weit sind wir noch nicht. Aber deswegen übe ich das Ganze ja. Und für den ersten Versuch, naja, passt schon. Mal gucken, wie die großen Fingerzinken aussehen. Mit den kleinen Fingerzinken, die so breit sind wie mein Sägeblatt, hat das mit diesem Anschlag hier mit dem Brett natürlich super funktioniert. Aber wenn man das hier sieht, dann hat vielleicht der eine oder andere Fragen. Ich habe jetzt auch welche, weil das Ganze natürlich so überhaupt nicht funktioniert. Denn das würde ja voraussetzen, dass wenn ich jetzt hier meinen Schnitt mache, dass ich das dann hier draufsetzen kann. Aber mein Sägeblatt ist ja kein Zentimeter breit. Es war also ein totaler Quatsch, den ich da gebaut habe. Und so funktioniert es definitiv überhaupt nicht. Ich muss mir jetzt mal kurz überlegen, wie ich hier breitere Fingerzinken sägen kann.
Nachdem ich jetzt kurz überlegt habe, wie man das am besten machen könnte mit der Kreissäge, sind mir zwar ein paar Ideen eingefallen, aber das ist alles relativ aufwendig und das würde ich jetzt gerne irgendwie schneller machen. Und deswegen habe ich mich jetzt für die Fräse entschieden und habe mir hier einfach Pappelsperrholz 10 mm dick einfach in Streifen geschnitten und werde jetzt damit hier die Zinken machen. So, jetzt sind überall noch ein paar Späne dran, aber das Fräsen ging jetzt super schnell und das sieht schon wesentlich robuster aus. Jetzt mal schauen, ob es auch zusammenpasst. Das geht ziemlich straff, aber es geht. Aber es ist zu flach gefräst. Was ist denn heute los? Gut, dass ich das hier mal vorher noch mal übe. Ich habe es nur 1 cm tief gefräst, statt 1,8, was Materialstärke wäre. Na dann, fräsen wir noch mal. Ich habe jetzt gerade versucht, das Ganze noch ein Stück tiefer zu fräsen, habe aber irgendwie einen minimalen Versatz reinbekommen, weshalb ich das jetzt auf der anderen Seite der Stücken einfach nochmal gemacht habe. Und jetzt sieht das ja sauber aus, ordentlich. Und ich denke, ich bekomme das jetzt. Sind das die richtigen Seiten? Ja, das sollte jetzt also zusammenpassen. Geht schwer, aber geht. Und es sollte jetzt auch tatsächlich reichen von der Größe her. So. Das sieht schon wesentlich mehr nach dem aus, was ich eigentlich machen wollte und dachte, das geht ganz, ganz schnell. Aber wenn man sowas zum ersten Mal macht, ja, also zumindest bei mir, dauert es dann doch länger. Aber auf jeden Fall sieht das schon ganz gut aus. Und wenn man das jetzt noch entsprechend verschleift und dann das Ganze schön ölt oder was auch immer, dann denke ich, kann das Ergebnis ganz gut aussehen. Also das geht als Verbindung für mich durch und dann geht es jetzt weiter mit der nächsten. Die nächste Verbindung sind im Prinzip wieder zwei Verbindungen, diesmal wieder mit Gärung. Das heißt, ich habe hier 45 Grad abgesägt, beide Seiten, und dann soll das Ganze so zusammen verleimt werden. Und um diese Verbindung jetzt zu verstärken und zu verschönern, schneide ich jetzt erstmal hier 3 oder 4 Schnitte rein, wo dann ein Querholz reinkommt. Dafür habe ich mir eine kleine Vorrichtung gebaut in einem Video und das verlinke ich euch mal da oben. Ich glaube, da oben ist die Ecke. Ihr werdet es finden. Das ist meine Vorrichtung für genau diese Tätigkeit und ich werde jetzt mal schauen, wie gut man das Ganze sägen kann. Erstmal muss ich aber mir überlegen, wie ich jetzt die Höhe des Sägeblattes feststelle oder einstelle, weil das jetzt hier ja nur minimal rausguckt. Das heißt, es muss auf jeden Fall deutlich höher. Jetzt schaut der Zahn hier ein Stückchen höher raus, aber es soll mir natürlich auch nicht die Ecke komplett zersägen. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier mal rein und ich denke, es ist fast ein bisschen zu tief, wobei ich, na, vielleicht geht es auch so. Ich muss mir jetzt noch überlegen, wie ich das Ganze fixiere, beziehungsweise fixieren will ich das eigentlich mit diesen Klemmen, mal schauen, ob das geht. Aber ich muss mir auch noch die Abstände überlegen, wie oder wo die Schnitte gesetzt werden sollen. Dafür werde ich mir hier einfach Markierungen machen, denke ich. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ging erstaunlich gut. Keine Probleme. Und wenn ich das jetzt hier zusammenhalte, dann sieht das auch schon ganz okay aus. Ich säge jetzt noch diese kleinen Blättchen und dann leime ich die mal ein. Ich habe jetzt hier die 3 Streifen Buche geschnitten und versuche mal die Ecke jetzt so zusammenzusetzen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Okay, also so, natürlich ohne die Überstände würde das dann aussehen. Auch hier hätte es vielleicht fast ein bisschen tiefer sein können, weil umso länger dann ja die Streifen sind, die man sieht. Aber das leime ich jetzt tatsächlich mal fest und säge dann die Enden hier ab, damit man das Ergebnis besser sehen kann. Ich habe das jetzt hier wieder in meinen Eckspanner eingeklemmt, habe das alles verleimt und lasse es jetzt eine Weile stehen und nachher schauen wir uns das nochmal genauer an. Bei der nächsten Verbindung nutze ich jetzt nicht den Geradenschnitt, sondern hier diesen 45-Grad-Schnitt und will eigentlich erreichen, dass die Verbindungen so hier zum Beispiel aussehen. Man könnte natürlich auch die in die gleiche Richtung machen, dass die drei Verbindungen einfach schräg sind oder wie man das gern hätte. Aber ich finde ja diese pfeilartige Verbindung hier eigentlich ganz cool. Und da muss ich mir jetzt noch mal überlegen, wie rum ich dann wann wo das drehen muss, denn ich habe das ja hier nur in eine Richtung, möchte aber hier ja die Schnitte in zwei Richtungen schneiden. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es direkt aus der Säge kommt. Ich glaube, ich lasse diesen mittleren Strich hier weg. Ich wollte jetzt hier eigentlich auch nochmal einen geraden Querstrich reinmachen, also Schnitt. Aber ich glaube, ich lasse das. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Wenn das dann geschliffen ist und die Buche drin ist und so weiter, dann macht das, glaube ich, schon was her im Vergleich zu jetzt. Die Verbindung ist jetzt verleimt, das dauert noch ein Stück und in der Zeit kommen die beiden letzten Verbindungen für heute und die sind in gewisser Weise auch wieder miteinander verwandt, aber doch irgendwie auch unterschiedlich. Für die nächsten zwei Verbindungen bin ich hier an der Ständerbohrmaschine, denn da möchte ich mit Rundstäben als Verbindung arbeiten und deswegen, ja, genau, brauche ich die Bohrmaschine. Und ich habe mir ein kleines Tool noch gebaut, was mir das Bohren ein bisschen erleichtert, denn ich möchte gerne hier senkrecht in die 45 Grad Schräge einbohren. Und da kann ich das Ganze hier einfach auflegen, kann mir hier auch gleich noch Markierungen machen, wo ich das Ganze bohren möchte. Und dann rutscht mir das Ganze nicht weg. Bei der Variante bohre ich jetzt die Seitenwände einzeln, das heißt erst die eine Wand, dann die andere. Und ich bin sehr gespannt, ob es mir gelingt, dass die trotzdem gleich sind, also dass die Löcher dann bündig von dem einen Brett in das andere übergehen. Denn wenn dort ein Versatz drin ist, ja, dann funktioniert das Ganze nicht. Sollte das nicht gehen, dann werde ich das erst zusammenleimen und werde mir dann hier irgendeinen anderen kleines Tool bauen, was mir dann ermöglicht, das Ganze so im 45-Grad-Winkel zu bohren. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Lösung, die total einfach ist, die ich jetzt einfach nicht auf dem Schirm habe, aber ich probiere das jetzt mal so. Das sind jetzt hier die beiden Teile. Ich glaube, ich muss die erstmal ein bisschen schleifen, sonst passen die gar nicht zusammen hier. Ich halte sie trotzdem mal so grob zusammen. Und wenn man da jetzt hier durchschaut, dann sollte man das andere Ende sehen. Und das sieht ziemlich gut aus. Moment, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Genau, also ich werde da jetzt hier mal ein paar Rundstäbe reinschieben und schauen, ob das Ganze passt. Das war jetzt der schnelle Versuch, das Ganze mal mit den einzelnen Wänden zu machen. Aber das wird zu ungenau, also zumindest für meine Fähigkeiten. Das heißt, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall diese Verbindung schon fertig machen. Also im Sinne von, dass die beiden Wände schon zusammen sind, beziehungsweise auf irgendeinen Klotz spannen das Ganze und dann im 45-Grad-Winkel und dann von oben durchbohren oder an der Tischkante. Irgendwas lasse ich mir da einfallen. Aber so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Verbindung schön. Und wenn das dann alles bündig abgesägt ist, ja, hat das bestimmt eine gute Optik. So, und bei der nächsten Verbindung werde ich das gleich mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier so einen Klotz, 10 x 12 cm von den Balken von der Hochebene. Und da werde ich das Ganze jetzt mir erstmal festspannen und dann mit der Ständerbohrmaschine das Ganze bearbeiten.
So sieht das Ganze jetzt aus. Hier hätte ich teilweise ein bisschen tiefer bohren können, aber das ist erstmal egal. Ich nehme jetzt mal den Rundstab und schaue mal, ob ich die Verbindung so verbunden bekomme. So sieht das Ganze jetzt im halbfertigen Zustand aus. Die Rundstäbe hätte ich ein bisschen kürzer wählen können, dann wäre das jetzt nicht so extrem viel Überstand, aber egal. Hier kann man natürlich ganz viel verschiedene Sachen damit noch machen. Das heißt, man kann die auch versetzt setzen, dass man hier nur den ersten, den dritten und den fünften setzt und den zweiten und den vierten dann von der anderen Seite bohrt und so weiter. Da lässt sich viel mit spielen. Ich habe mich jetzt erstmal für die gerade Variante entschieden, um erstmal auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert. Und man muss das auf jeden Fall festklemmen. Auch hier ist die obere Seite, die ich nur gehalten habe, minimal verrutscht. Das heißt, ja, erst irgendwie die Gärung zusammenbringen, zusammenklemmen, wie auch immer, und dann das Ganze bohren und dann sollte das auch passen. Ich mache die 7 Verbindungen jetzt gleich nochmal richtig fertig und zeige die euch nochmal. Vorher kurz die Frage an euch, gibt es noch irgendwelche Verbindungen, die ihr gut findet, die sich leicht umsetzen lassen und die auch noch schön aussehen? Also Eckverbindungen in erster Linie. Wenn ihr da irgendwas habt oder auch ein Video dazu habt und so weiter, dann schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ich will einfach ein paar schöne Verbindungen sammeln und wie am Anfang des Videos schon gesagt, so 8 bis 10 Verbindungen dann einmal versuchen, richtig ordentlich zu machen. Nicht so ein Pfusch, sage ich mal, wie heute. Denn heute habe ich tatsächlich erstmal probiert. Ich habe keine dieser Verbindungen bisher jemals gemacht. Und in den YouTube-Videos, die ich so gesehen habe bis jetzt, da sieht das immer so total einfach aus. Wenn man es dann selber macht, dauert es Stunden und gefällt einem trotzdem nicht. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass die nächsten Verbindungen besser werden. Und wenn ihr irgendwas dazu beitragen könnt oder wenn ihr auch Tipps habt, wie man eine bestimmte Verbindung besonders gut umsetzen kann, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Und noch ein zweiter Punkt, wenn ihr einen Online-Shop kennt, der gehobeltes Holz verkauft, idealerweise schon auch auf Maß oder zumindest so grob zugeschnitten und eben sowohl Leisten, auch kleine Bretter, wie auch immer, und Rundholz, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mir sehr helfen, ich habe bisher keinen gefunden. Das sind jetzt alle 7 Eckverbindungen, die ich heute gebaut habe, nochmal auf einem Haufen. Keine davon ist ansatzweise perfekt, aber wie am Anfang des Videos schon gesagt, habe ich die heute alle zum ersten Mal umgesetzt. Bisher habe ich eigentlich immer nur stumpf verschraubt oder verleimt, wie auch immer. Und das ja, war auf jeden Fall mal interessant. Interessant ist auch, dass es ja dann doch recht lange dauert, bis man die ein oder andere Verbindung fertig hat. Die einfachste und eigentlich auch ja, die mit dem besten Ergebnis ist hier die einfache Zinkenverbindung. Die sieht eigentlich ganz gut aus, bis auf dass die Spalte jetzt nicht überall gut sind, aber egal. Aber auch gerade die Verbindung hier, die sieht fürs erste Mal, denke ich, auch ganz schick aus. Und ja, ich denke, da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber es ist ein guter Anfang. Also wenn ihr noch eine Idee habt für eine schöne Holzverbindung oder eine Idee habt, wie man das Ganze besonders einfach auch umsetzen kann, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und auch wenn ihr irgendwie einen guten Draht zu gehobeltem Holz habt, denn dafür suche ich irgendwie noch einen Shop oder ja, eine Möglichkeit, wo man das Holz kaufen kann. Mir geht es in erster Linie um Esche und um Nussbaum und wie auch schon gesagt um Leisten und um Rundstäbe. Und wenn ihr euch jetzt ganz final noch fragt, was diese kleine einsame Kachel da an der Wand macht, dann verlinke ich euch hier nochmal ein Video dazu. Schaut euch das an, dann wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche.